Heute geht es um Showcars. Dieses Auto hier ist ganz besonders. Es ist für ein Videospiel gestaltet worden und das hat mir persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht, etwas mit dem Team zu generieren, was eigentlich nur in der virtuellen Welt existiert. Hallo, ich bin's Klaus. Showcars sind besonders toll, weil sie mal ohne Grenzen funktionieren und Designer einfach aus sich heraus Dinge machen dürfen, die ganz besonders sind. Heute möchte ich mit euch über ein ganz besonderes Auto sprechen. Ein Golf GTI, gestaltet für ein Videospiel. Wichtig war hier, die Breite zu betonen, die Performance-Orientierung des Golfs nochmal zu überhöhen und zu zeigen und wirklich ein Traumauto zu schaffen, das die Fans des Golfs unheimlich stark anspricht. Und ich glaube, das ist gut gelungen. Es zeigt halt unheimlich Breite, das Auto ist extrem flach. Man kann aber trotzdem die Grundsympathie des Golfs noch erkennen und man sieht halt an der Lichtsignatur eindeutig, das ist ein VW, das ist ein Golf, das ist GTI. Ganz, ganz tolles Projekt. Hat viel Spaß gemacht. Ihr stellt euch sicher die Frage, wird es dieses Auto jemals auf die Straße schaffen? Ich glaube, das kann man hier relativ klar mit Nein beantworten. Heute sind andere Dinge wichtiger. Es geht darum, Elektromobilität nach vorne zu bringen. Effizienz und Reichweite bestimmen deutlich stärker unser Tagesgeschäft und sind natürlich auch für den Planeten wichtiger. Aber mich interessiert natürlich auch eure Meinung. Hinterlasst also gerne Kommentare. Hat euch das Auto gefallen? Habt ihr das in dem Spiel vielleicht mal gefahren? Würde mich freuen, wenn ihr Feedback gebt. Bis dann. Ciao.